Marameo nennt sich ein freies Theaterprojekt, das im August seine Zelte im Cavalier Scharnhorst neben der Sternbrücke aufschlägt. Heinrich von Kleist steht in diesem Jahr auf dem Programm. Wir haben schon mal reingeschnuppert. Mit Kreid auf Leinewand verzeichnet sich schon auf dem kurulschen Stuhle sitzen. Die schwedischen Fahnen in dem Vordergrund und auf dem Tisch die märkischen Kriegsartikel. Bei Gott, in mir nicht findet er den Sohn, der unterm Beil des Henkers ihn bewundere. Ein deutsches Herz, von altem Schrot und Korn bin ich gewohnt, an Edelmut und Liebe. Und wenn er mir in diesem Augenblick wie die Antike starr entgegenkommt, tut er mir leid und ich muss ihn bedauern. Mit dem Prinzen von Homburg will Marameo die Reihe der Inszenierung von Klassikern der Weltliteratur fortsetzen. 2011 jährt sich Kleists Freitod zum 200. Mal und ist Anlass für die Truppe, das wohl persönlichste Werk des Dichters zur Aufführung zu bringen. Also bei dem Prinz von Homburg kommen mehrere Faktoren, glückliche Faktoren, muss man sagen, zusammen. Einerseits ist es natürlich das große Kleist-Jubiläum und da war es eigentlich von unserer Seite her wirklich ein Bedürfnis, etwas von Kleist zu spielen. Dann sind wir die Stücke durchgegangen und blieben sofort beim Prinzen von Homburg hängen. Das Stück beginnt ja in einer Sommernacht. Der Prinz selber, die Hauptfigur, ist ein Träumer. Und wir wissen ja, im Sommernachtstraum passiert das ja auch. Eine Sommernacht, eine heiße Sommernacht macht alles möglich. Der Prinz träumt von Liebe und Ruhm in der Schlacht. Wird dann vorgeführt als Attraktion. Ein bisschen von dem Kurfürsten manipuliert, ihm bleibt dann nur der Handschuh in der Hand von der Prinzessin und aus dieser unglaublichen Konstellation begeben sich dann, wie Kleist sagen würde, ungeheuerliche Begebenheiten. Es geht um Liebe, Generationenkonflikten, aber eben allgemein auch um einfach die Frage, wie kann man sein Leben in Einklang bringen, einerseits mit zerrissen zwischen Pflichterfüllung und individueller Selbstgestaltung. Wenn ich ins innere Mark hier wachsen darf. Wie? Was war das? Hinweg. In ihren Kern, in ihres Herzens Kern, Natalie. Oh Gott, wäre er jetzt da, den wir beweinen, um diesen Bund zu schauen, könnten wir zu ihm aufstammeln. Vater, segne uns. Und die Überlegung jetzt auch für den Prinz von Homburg für 2011, für das Sommertheater, war, dass wir schon, da es ja auch sehr viel mit Militär zu tun hat, das Ganze drumherum, die ganze Umgebung des Prinzen spielt ja im militärischen Bereich. Magdeburg ist reich an alten Festungsanlagen, war in einem guten Zustand, war in einem weniger guten Zustand. Das ist jetzt gerade ein Objekt, wo man schon noch was machen müsste. Ja? Und was aber für uns in dem Moment auch eine Herausforderung ist, von der künstlerischen Seite her, diesen Ort bespielbar zu machen, diesen Ort zu verwandeln fürs Theater und aber auch dann wieder so ein bisschen ins Blickfeld der Magdeburger zu rücken. Ja. Viele kennen das Cavalier Scharnhorst gar nicht und ist dann auch nochmal eine Herausforderung, das Publikum hierher zu locken. Wann wird die Premiere sein? Wie oft spielt ihr hier und wo gibt es Karten? Ja, wir haben 12 Veranstaltungen in Magdeburg. Premiere ist am 3. August, 20.30 Uhr. Wir spielen 3 Wochen lang, immer mittwochs bis samstags. Und die letzte Veranstaltung ist am 20. August. Und Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Magdeburg Ticket, Kartenhaus im Allee-Center und natürlich Volksstimme Service Center. Macht ihr noch eine Abendkasse hier? Abendkasse ist natürlich auch ab 19 Uhr geöffnet und da gibt es dann immer die Restkarten. Was wird der Eintritt kosten? Der Eintritt kostet im Vorverkauf 14,50 Euro, zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Das sind dann knapp 16 Euro und an der Abendkasse 18 Euro.